So Leute, guten Morgen. Da bin ich wieder. Community Goal erreicht. Eine Woche lang Euro Truck Simulator 2. Im kleinen Stil von Montag bis Freitag, so wie es halt die Zeit zulässt. Ich werde jetzt heute mal eine Tour fahren und geplant, dass ich die ganze Woche eine Tour fahre. Kann sein, dass ich es an einem einen oder anderen Tag vielleicht nicht ganz schaffe. Ich habe mir sogar zeitweise überlegt, ob ich das nicht in Twitch mache, sondern eine YouTube-Serie draus mache, weil es für Zeitmanagement besser wäre. Aber wir versuchen es mal so. Also jetzt eine gechillte Tour und wenn es heute gut klappt, Daumen drücken, dann klappt es bestimmt auch der Rest für den Rest der Woche. So, ich habe hier ein neues Profil oder was heißt neu? Ja, also ein Profil, mit dem wir noch nicht gefahren sind, den neuen Renault. Und ich habe auch mal die World of Trucks oder ich habe auch mal World of Trucks connected. Ja, und da hat man natürlich dann ganz andere Möglichkeiten. Und ja, da schauen wir mal, ob wir hier nicht direkt was genau rüber nach Iberia, leere Paletten. Naja, da könnte ich mir eine schönere Fracht drunter vorstellen. Als Tierfutter. Oder Metalldosen, Fragezeichen, oder alter Kunststoff, oder ja. Also, na, nach Iberia sehe ich gerade, sind ja nicht die geilsten Touren hier am Start. Oder Motoröl, das wäre was. Ja, warum nicht Motoröl? Das sieht gut aus. Also, es darf Motoröl sein. Und es wird Motoröl sein. Tja, Kaffee habe ich auch am Start. Oh, mein Fahrer ist auch schon müde hier. Wie praktisch unpraktisch, würde ich fast sagen. Gerade wo es hier losgehen soll. So, Moment. Also wir stehen hier und irgendwo da links müssen wir hin. Ja, alles klar, dann fahren wir los. Also ich weiß, der gute Renault und so hat nicht den besten Ruf, aber wo komme ich da rum? Das sieht eng aus. Da muss natürlich jetzt noch so ein Flachbett stehen. Ja, aber schön ist er auf jeden Fall. Also finde ich mit dieser Bosslackierung und auch so den T-High fand ich schon immer schön. So allein schon vom Grunddesign. Sehr nice, so. Ja, hat geklappt, coole Sache. Ui. So, naja, wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Schlafmöglichkeit. Die gibt es da hinten. Bei der Tankstelle, cool. Oder ja, dann werden wir da mal hinfahren im Anschluss. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich war ja jetzt schon unter der Woche länger nicht mehr online. Real-life-mäßig lässt das halt in der Regel nicht zu. Wie gesagt, deswegen keine Ahnung, ob ich jetzt die Woche hier komplett am Start bin. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das Zuschauerverhalten so verändert hat. Also damals war es ja so, dass so ziemlich alle Homeoffice, Lockdown und Kurzarbeit hatten. Und da war hier morgens auch schon hin und wieder richtig viel los. Aber ich habe schon mitbekommen, mehr Leute sind oder mehr Schüler sind jetzt auch wieder in der Schule, zumindest momentan und wahrscheinlich auch arbeitsmäßig. Kann also sein, dass hier um die Uhrzeit auch gar nichts los ist. Also ich rechne auf jeden Fall einfach mal damit. So, und wie war das hier mit dem Blinker? Das ist rechts. Ja, komm, dann blinken wir hier mal in die Kurve rein. Jo. So. Schön, dann fahren wir darüber laden und dann fahren wir da hinten hin schlafen. 12 Uhr mittags und wir hauen uns aufs Ohr so. Links frei, okay. Rechts sieht auch okay aus. Da vorne links müssen wir rein.
Mit Schranke. Sie werden müde. Ja, ich werde wohl gleich mal dieses, wenn es weiter so nervt, dieses Müdigkeitsding ausmachen. Ups, da habe ich jetzt die falsche Taste gedrückt. So was aber auch. So, okay, da ist schon die Ladestelle. Okay. Ja, da müssen wir jetzt rein. Die Karre. Und das im müden Zustand. Eieiei. Werden wir schon schaffen. So, da ist ein Dach da vorne. So, ganz sachte hier. Ja, also ich habe mir gerade überlegt, falls halt wirklich hier meine lieben Zuschauer, falls ihr halt wirklich um die Uhrzeit irgendwie busy seid, school oder workmäßig, würde es ja eigentlich doch schon Sinn machen, eine YouTube-Serie draus zu machen und das halt allgemein bei Community Goals. Ich wollte die ja eigentlich als Stream verwirklichen, aber da haben wir natürlich am Wochenende nun mal keine Zeit, weil wir da ja anderweitig streamen, bis das Wochenende explodiert und rum ist, wie ihr wisst. Da wäre das ja vielleicht doch ganz gut, so Community Goals nicht als Stream, sondern als YouTube-Format zu verwirklichen. Ich kann ja nachher nochmal fragen, falls mehr los ist, ja, wie ihr das seht. Aber ich glaube, die Idee ist ganz gut. Hi Altenfelder, grüß dich, lange nicht mehr gesehen. Na, wie geht's dir? Hast du ein schönes Wochenende? Was gibt's Neues bei dir? Dann bleiben wir doch mal so stehen. Und der Feril ist auch da. Hallo Feril, schönen guten Tag, guten Morgen. Auch dich, liebe Grüße und die Frage, wie geht's, wie steht's, mein Freund? Ja, wir werden müde, das glaube ich aber auch. Ja, wie gesagt, wir fahren da vorne dann. So, Fenster machen wir lieber zu. Wir sind ja geladen und alles läuft. Ja, so sieht die Karre aus, sehr schön. Zwei Achsen, da stehe ich drauf. Wer mag keine, also zwei Hinterachsen, also drei Achsen. Wer mag das nicht bei, ja. Bei Trucks, oder? Ist doch immer toll. So, also da vorne gehen wir jetzt schlafen. So, links ist frei. Rechts sieht gut aus. Links ist frei. Oder kommt einer? Werden wir aber schaffen. Uiuiui. So. Danke, Forel, mir geht's auch gut. Schön, dass es dir gut geht. Naja, Altenfelder, macht nichts. Ich habe eigentlich unter der Woche auch wenig Zeit, momentan. Dafür stopfe ich halt mein Wochenende immer viel zu voll. Kommen bestimmt auch wieder Tage, da hast du mehr Zeit. Mal so, mal so, mal mehr, mal weniger. Ist ja im Arbeitsleben auch so mal. Ist man motivierter, mal nicht so, oder mal hat man viel und mal nicht ganz so viel zu tun. So, mein Tank ist voll. Also einfach eine Runde schlafen hier in dieser schönen französischen Tankstelle. Wirklich ein Traum. Da gibt es bestimmt auch Baguettes und Kaffee da drin. So, da vorne mal hinstellen. Ja, da ist zwar keine Schlafmarkierung bzw. Parkmarkierung, aber. Ach so, doch, da ist eine tatsächlich. Nicht frontal, sondern so seitlich dahinstellen. Ja, das sollte schon klappen, nicht wahr?
Ja, dann nochmal ausrichten, ein bisschen gerade ziehen und so. Ja, und dann klappt das schon. Oh, ich könnte mich sogar schon so hier hinstellen, aber nein, wir wollen ja auch na, schön mehr oder weniger schön gerade stehen hier. Ah, sieht schon schön aus, oder? Mein Sattelzug. So, noch ein Stück nach vorne jetzt. Gut. Da kommt schon wieder der nächste Zug. Und Eingabe drücken. Was schreibt der Altenfelder Schönes? Ich versuche mal nächstes Wochenende, wenn ich schaffe, macht das Altenfelder. So, gut. Oh, Scheiben sind noch nass. Ja, dann fahren wir los. So, da hinten erstmal drehen. So, hoffentlich nachts nicht so viele Züge hier am Start. So, ich muss gleich auch mal meinen Kaffee trinken. Der wird sonst noch ganz kalt hier. Ganz kalt. Okay, so, dann warten wir nochmal auf die Feuerwehr. Sicher ist sicher. Oh, die fahren auch raus. Tja, wer hätte es gedacht? Aber man möchte ja nicht unnötig ein Risiko eingehen, nicht wahr? Nein, das möchte man nicht so. Da hinten hören wir schon wieder das nice Bommeln. Bimmeln, meine ich. Und, jo. So. Und da ist der Zug weg. Juhu. Hallo, Dr. Bommel. Grüße. Mach's gut, Altenfelder, bis später. Na, Bommel, wie geht's? Was macht die Schule? So, jetzt ein Schlückchen Kaffee. Wollen wir nicht hoffen, dass die Ampel gleich grün wird? Ja, ah, verdammt, jetzt habe ich den Kaffee wieder weggestellt. Was mache ich denn? Oh, ja, genau deswegen. Gut, dann halt one-handed rein in die Kurve. Ja, schreibt der Bommel. Das werde ich mal als ganz okay. So, alles klar. Keep on trucking. Also, ja, wie gesagt, Community Goal wird eingelöst die ganze Woche, Euro Truck Simulator 2. Aber ihr wisst, ich habe wenig Zeit. Das heißt, der Plan ist jeden Morgen eine Tour. Kann kurz, kann lang sein. Erwartet nicht zu viel. Aber es ist ja schön, dass zumindest auch unter der Woche jetzt um diese frühe Uhrzeit noch der ein oder andere reinschaut. Ich war mir da echt nicht sicher, weil ja, es gibt, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ich habe es eben schon mal gesagt, aber ja, wir haben ja Zeit hier, 9 Stunden geht die Tour noch. Ich habe halt echt, oh Moment, ich muss den Kaffee wegstellen und den Blinker setzen. Ja, ich habe gesehen, es gibt halt immer. Also es gibt ein paar Leute, die gehen halt wieder in die Schule und so, und ich habe mir halt gedacht, vielleicht habt ihr ja selbst gar nicht so die Zeit unter der Woche hier morgens meinen Stream zu schauen. Und da habe ich mir dann kurz überlegt, dass man ja vielleicht, wenn hier keiner Zeit hat, live zuzugucken, so diese Community Goals in Zukunft nicht als Stream verwirklicht, sondern als YouTube-Folgen. Würde mir auch gut gefallen.
Aber schauen wir mal, zumindest ein, zwei Leute sind ja schon mal da und es wird ja ohnehin eher eine kurze Folge, also ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn nicht zu viele Leute da sind. Weil ja, umso mehr Leute da sind, umso höher die Erwartungen so ungefähr und umso länger die Folgen. Ja, und ihr wisst ja, wenn ich Zeit habe, streame ich natürlich auch für mein Leben gern, aber naja, man hat halt nicht immer Zeit. Ja, aber man könnte dran arbeiten, ne? Man kann ja immer Prioritäten um und anders setzen und so weiter und so fort. Naja, abwarten, Tee trinken oder in meinem Fall auch einen Kaffee. Und dann läuft es schon. So, ich muss auch unbedingt irgendwann mal wieder mir ein neues DLC für den Train Simulator holen. Ich meine, das Basis-Game, da ist auch noch Content, den habe ich noch nicht gespielt, aber ja, bei DLCs sind halt so viele schöne Sachen, vor allem mit Cargo und so, die ich schon gesehen habe, die mich halt auch interessieren. So, der Typ ist mal der, ja, jetzt fährt er raus, cool. Und ja, natürlich auch den Flight Simulator, da müsste ich mir auch mal was kaufen. Also bei Microsoft Flight Simulator gibt es ja mittlerweile auch echt viele DLCs, wahrscheinlich auch gute. Da müsste ich mir dann auch mal irgendein DLC holen und da müssten wir dann hinfliegen. Oder auch, es gibt ja, glaube ich, mittlerweile auch schon die ersten Flugzeuge. Vielleicht auch da, naja, mal gucken. Mal schauen, mal gucken. Mal gucken, mal schauen. Ja, jetzt haben wir ja echt schön durch die Nacht. So schön ist das gar nicht. Man sieht halt recht wenig. Wir fahren übrigens Motoröl von Frankreich nach Spanien. Falls das jemanden interessieren sollte von euch. Ein Mann mit Wohnwagen. Oh, da wird aber jetzt nicht hier rechts rüber fahren. Ich bin neulich mal auf Stream gefahren. Da stand auch einer auf dem Beschleunigungsstreifen die ganze Zeit und hat nach links geblinkt. Ist aber nicht rüber gefahren. Der stand schon. Und ich bin da vorbeigefahren und gerade als ich fast komplett durch war, ist er links voll in mich reingefahren. Ja, da denke ich mir auch, muss das sein? Hi Jona, alter Fernbus-Trucker. Guten Morgen, wie geht's, wie steht's? Was gibt's Neues on the road? Oh, wo ich gerade das Wort on the road in die Hand nehme, für on the road PC-Version auf Steam, kam die Woche ein neues Update raus. Überwiegend Bugfixes, Optimierungen und so, aber hey, immerhin ein Lebenszeichen, auch nicht schlecht. Also ich konnte mich drüber freuen und werde demnächst einmal wieder eine Folge on the road drehen. So, dann hängen wir uns doch mal einfach an die Büsse da dran. An die Busse, nicht Büsse. An die Busse hängen wir uns dran. So und nicht anders habe ich das gemeint. Gibt nichts Neues. Naja, und wie geht's dir, Jona? Ich hoffe ja mal, es geht dir gut. Es muss ja nichts Neues geben. Aber ja. Du spielst Transport Fever 2, okay. Und ich nehme mal an, du findest das Spiel auch total geil, wie alle, die es gespielt haben. Na klar, sagt er.
Ja, ich habe ja gesagt, irgendwann, es wurde sich ja im Laufe hier meiner Twitch-Zeit schon ein, zwei Mal gewünscht und ich habe ja auch schon ein, zwei Mal überlegt, ob ich das nicht auch spiele. Und irgendwann ist es bestimmt soweit, weil das passt ja auch zu meinem Style. Ihr wisst ja, ich mag Cargo, ich mag Logistik, Gütertransporte und Transportfieber, wie der Name schon sagt, da wird transportiert und die Transporte gemanagt und so. Also sicherlich kein schlechter Deal für mich, wenn ich irgendwann mir mal Transportfieber 2 zulegen würde. Ja, auch da werde ich mir noch mal ein paar Videos reinziehen. Aber ich glaube, die Videos, die ich gesehen habe, das sah schon ganz nice alles aus. Ich empfehle dir Hans Dampf. Ach so, du meinst, der macht YouTube-Videos und spielt das Spiel. Und da soll ich mir mal die YouTube-Videos reinziehen. Hans Dampf, auch wieder so ein lustiger Name. Okay, Jona, werde ich tun. Vielen Dank. Kann ja nicht schaden, nicht wahr? Kann man sich ja mal reinziehen. Wie einen schönen Kaffee. Oh, schon 0:34 Uhr, das ist gut. Ich habe richtig Bock, dass die Sonne hier in-game aufgeht, dass man auch mal was von der schönen Kulisse hier sieht. Die Provinz aus Frankreich und wenn wir dann ins neue D in die neue DLC mit Iberia reinfahren. Ja, das hat doch was aller Wahrscheinlichkeit nach. Und davon jede Menge. So, 7 Stündchen noch. Ja, also ich denke, mein Plan hier mit dem Community Goal morgens eine Tour zu drehen, ob jetzt ob jetzt on Stream oder auf YouTube, das ist hier ein guter Plan. So kann man das allgemein, glaube ich, in Zukunft mit Community Goals machen unter der Woche. Denn wenn überhaupt, komme ich ja ohnehin nur dazu, die Community Goals unter der Woche zu verwirklichen. Am Wochenende haben wir immer. Ja, das quetschen wir ja aus mit unseren, wie die Ifurida sagen würde, oder Neudeutsch die Ifu, mit unseren Premium-Streams. Da ist natürlich leider kein Platz mehr, um noch Community Goals oder irgendwas anderes reinzupacken. Und ja, ihr wisst ja, das Community Goal jetzt wird umgesetzt hier und das nächste ist schon in Planung. Das nächste Community Goal wird eine Woche lang von Montag bis Freitag Formel 1 2020 Karriere weiterspielen. Allerdings muss ich mal überlegen, wie ich das mache, weil da ein Grand Prix-Wochenende mit 3 Trainingssessions und 3 Qualifyings oder ich glaube, bei mir habe ich so eingestellt, 3 Trainingssessions und ein 18-minütiges Qualifying und 25% Rennen. Also das ist natürlich, liest sich schon lange und ist auch lange und so viel Zeit habe ich unter der Woche am Stück nicht. Da müsste ich dann vielleicht doch das Ganze als YouTube-Folgen hochladen und oder halt auch die langweiligen Teile auf dem Stream drehen. Also kann sein, dass man dann halt Montag, Dienstag, Mittwoch P1, 2, 3 hat, also Training 1, 2, 3. Donnerstag hat man so gesehen Qualifying und Rennen oder im schlimmsten Fall Donnerstag Qualifying und Freitag Rennen. Wobei, das, wenn ich mir das so überlege, eigentlich auch ganz cool, oder? Halt nicht wirklich gut, weil Streams sollten ja schon länger sein, aber ja. Oder halt alles zusammengeschnitten auf YouTube. Naja, keine Ahnung, keine Ahnung. Wir machen das schon. Also, ja, wobei das ist eigentlich auch ganz cool, oder? Ich meine, Montag, Dienstag, Mittwoch, also quasi fast eine Woche für einen Grand Prix. Ich meine, warum nicht? Das Community Goal schreibt ja nicht vor, dass wir in einer Woche 5 verschiedene Grand Prix dann fahren müssen. Nö. Nur an 5 Tagen spielen. Also ja, und ist ja auch interessant, ne? Dann sieht man so den schön langsam den
Übergang von Training in Qualifying, von Qualifying auf Rennen. Also, ja, also mich persönlich würde das interessieren. Während Physik F1, warte mal. Super. Ach so, wenn du Physikunterricht hast, meinst du? So, Moment, ich muss mal einen Schluck trinken. Das heißt, du hast die Woche Physik, nee, nächste Woche Physik und dann kannst du, während du Physik hast, F1 gucken. Ja, warum nicht, Jona? Beziehungsweise, was heißt nächste Woche? Ha, ich muss ja erstmal das Community Goal starten und das muss man erstmal knacken. Also, es kann schon noch 1, 2 Wochen dauern. So. Naja, auf jeden Fall finde ich ja schon mal gut, dass du dabei bist, Jona. Das ist doch schon mal nice. Fenster habe ich hochgemacht, ja. So, weiter geht die Reise hier im Land der des Baguettes. So, hier rechts ist frei. Weiter durch die Nacht, 1:57 Uhr, noch 6 Stündchen Fahrzeit. Was sagt die Real-Life-Uhrzeit? Ja, das passt ganz gut, sagt die Real-Life-Uhrzeit. Cool. Cool, doppelt und dreifach mega übertrieben cool. Ach ja, wenn man hier so schön durch die Nacht cruist mit einem Kaffee. Ja, da kriege ich immer Lust auf ein. Ja, da kriege ich immer Lust, schön Musik zu hören. Ja, oder ich laber wieder einfach drauf los über irgendwelche tollen Themen. So, lange, schöne Autobahn hier. Ganz nice. Immer noch in Frankreich, in Frosse, Le Fosse. Hey, der kleine Sinso, da ist er wieder. Einen schönen guten Morgen. Liebe Grüße vom kleinen, großen Rotzi an dich und die Marie, beziehungsweise an die Marie und dich. So rum ist, glaube ich, korrekt. Und wie geht's dir, Sinso, my friend? Bist du gestern noch gut durch die Gegend geflogen im Real Life, ja? Und du kannst dem Rotzi ja mal schreiben, der wird sich bestimmt freuen. Der vermisst die Marie und dich. Aber ich habe ihn schon getröstet. Ich habe gesagt, wenn ich mal wieder auf Let's Jay Boom Baby StarCraft 2 spiele, dann werden sich wieder alle Leute vereinen, die sich auch für StarCraft interessieren und sich auf StarCraft kennengelernt haben. Da muss er sich also gar keine Sorgen machen. Sag ich mal so, dezent formuliert und ausgedrückt und sogar noch auf den Punkt gebracht. Also mir geht's auch gut, danke, Sensor. Storken? Was schreibt er? Stalkst du mich mal nicht? Ah, es sind so, so ist das also. Du stalkst den Jonas, Jonas, ohne S. Vielleicht. Ist eine vage Behauptung und Vermutung, würde ich mal sagen. Würde ich wiederum behaupten, meinerseits. So. Ja, die Streifen sagen, mach zu oder auch nicht, macht auf. Ja.
Gut. Ups. Oh, da bin ich ja zum Glück hier auf der richtigen Spur geblieben. Ich war mir gerade nicht sicher. Ich wollte schon da rechts rüberfahren, damit ich ganz rechts fahre. Tja, da hätte ich mich aber verfahren, hätte ich mich da. Würde ich mir behaupten. So, 3 Uhr in der Nacht hier in Frankreich. Könnte ruhig mal wieder hell werden. So, da vorne ein einsamer Blinker. Weil man sieht halt echt wenig nachts. Nein, wer hätte es gedacht? Eigentlich nicht. Tja, dann ist das wohl einfach wieder mal nur einer dieser random Zufälle hier. Und Sinso, was geht bei dir heute ab? Bist du arbeiten oder Schule oder was auch immer? Ich weiß ja, dass du arbeiten gehst, aber vielleicht machst du ja auch noch nebenbei Schule, who knows? Oder bist du schon wieder am Whirlpool hier? Könnte ja auch sein. Ich meine, könnte ja sein. Ui, tschau. Ja, da sitzt wieder einer durchgeschlingelt hier. So, und die nächste Mautstelle. So, hat einer von euch Brick Rigs oder Teardown oder beides? Oh, du musst um 11 Uhr arbeiten. Ach, du musst also auch. Du musst zwar früher los als ich, oder was heißt. Ja, jein. Also, ich wollte eigentlich nur sagen, du hast auch nicht direkt Frühschicht, dass du um 6 Uhr schon auf der Matte stehen musst. Okay, nice. Naja, sei nicht traurig, sind so, mir geht's doch nicht anders. Also, Sad Face mal 2 sozusagen. Wir können uns ja gegenseitig solidarisieren. Ich denke einfach auf der Arbeit, ah, der Sinso ist auch am Ackern. Und der gute Sinso, also du in diesem Fall, denn das ist ja dein Name. Du denkst ja einfach, ach, der Jay, der arme Kerl, ist auch gerade arbeiten. Und da geht es uns bestimmt schon viel besser. Was treibt die Marie? Muss die heute auch arbeiten? Oder was macht die Schönes? So, was sagt meine Müdigkeitsanzeige? Die sagt, geht so. Und noch 4 Stündchen, naja, gut. So, der Typ da vorne, das scheint ein sogenannter, wie ich ihn nenne, City-Schleicher zu sein. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen City-Schleicher gekommen bin. Oh ne, es ist ja ein Truck. Ich habe nichts gesagt. Es sah erst so aus, als wäre es ein PKW. Ja, wahrscheinlich, weil ich der Meinung bin, dass man in der Stadt langsamer fährt. Deswegen habe ich wahrscheinlich irgendwann mal den Begriff City-Schleicher für mich entdeckt. Aber hey, no offense. Ich meine, eigentlich ist es gut in der Stadt, ne, wo eh viel los ist, wo es eng ist und so, langsam zu fahren. Ich fahre eigentlich auch lieber langsam. Also eigentlich ist City-Schleicher ja fast schon ein Kompliment, wenn ich so darüber nachdenke. Mann, Mann, Mann. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, fahren wir wieder schön da rechts rüber. Die hat voll Glück, die hat frei. Yo, nice. Congratulations, Marie. Keep up the good work. Oh, das gibt mir Zeit, nochmal zur beherzten Kaffeetasse zu greifen. Oh, der Jona ist schon wieder fertig hier. Mann, Jona, du Glückspilz, du. Unglaublich. So. Und der Typ so, hey Mann, hör auf Kaffee zu trinken. Hol dir dein Ticket und fahr weiter. Du hältst den ganzen Laden auf. Sorry, Boss. Tja, war ja auch gestern eine nice Folge auf Estancia La Pacho. Ja, hat wieder richtig Bock gemacht, Leute. War mal lustig, den Bond nur als Zuschauer da zu haben, aber er hat ja auch aus der Ferne dirigiert. Ja, also war auf jeden Fall nice.
Ja, und jetzt hier Euro Truck Simulator ist auch mal wieder nice. Ganz chillig, McWillig hier durch die Gegend zu tuckern halt. So. Ich habe ja gestern in SnowRunner am späten Abend noch den Punisher kennengelernt. Oder wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, der war schon ein, zwei Mal da. Der Name kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt wahrscheinlich mehr als nur einen Punisher auf Twitch. Auf jeden Fall, der spielt wohl auch Borderlands. Den habe ich in meinen Discord-Server eingeladen. Der hat sich auch den Link von unserem Chat-Diener ja, posten lassen. Aber ich habe heute Morgen gesehen, der ist noch gar nicht beigetreten. Weil, ja, ich wollte ja eigentlich mit dem Borderlands in Zukunft zocken. Aber wenn er jetzt nicht beigetreten ist, muss ich mir nochmal in dem Stream-Aufzeichnung seinen Nickname raussuchen und auf Twitch anschreiben. Glaube ich. Ja, SnowRunner war soweit auch ganz nice gestern. Der Kimuzi. Ach, warum sage ich eigentlich immer. Warum sage ich in letzter Zeit eigentlich immer Kimuzi, Kitsumi? Und ich verstehe das Japanisch ja auch. Also, wieso ich Kimuzi sage? Ich weiß auch nicht. Aber, ja, so ist das manchmal. Die Wege des menschlichen Gehirns sind unergründlich. Naja, auf jeden Fall, der hat gut aufgeräumt. Und der Markus war auch wieder am Start. Also, Jungs, ne, war wieder nice und funny. Und wer hat natürlich gefehlt? Der Killer Matze. Schade, schade. Aber trotzdem sei gegrüßt, mein Freund. Der Mann heißt Kitsumi J. Kitsumi. Merkt ihr das? Ja. Alright, so. Es wird hell, es ist 5 Uhr und 5 Minuten hier in. Ja. Hier in. Sind wir noch in Le Francais? Le Francais. Im Französischen. Naja, auf jeden Fall ist das schön, es wird langsam hell. Also man kann schon wieder deutlich mehr hier erkennen. Da bin ich natürlich schon happy. Ja, und dann sind das noch 3 Stündchen und 50 Minuten. Das macht mich auch happy. Wobei die Folge hier dann ja fast schon wieder, oh, erster Aufenthalt bei Joni, naja. Ja, es ist noch Frankreich. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, warte mal, wo geht denn der Retarder an? Ah, hier, okay. Verdammt, jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Na, mir fällt es schon wieder ein. Ach ja, mir ist es schon wieder eingefallen. Tada! Ja, jetzt geht hier die Folge fast schon zu schnell rum, aber das ist gut, weil das zeigt mir, ich kann hier die Community Goals theoretisch praktisch gut durchziehen unter der Woche. Also zumindest heute, wahrscheinlich morgen und dann könnte es ein bisschen schwierig werden, aber hey, wir machen das schon irgendwie. Weil Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist, wenn sich da jetzt die Woche spontan nichts ändert, bei mir Hell Day. Ja, ich freue mich auch schon gar nicht darauf. Und ja, ich muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Also die Entwicklung momentan, die gefällt mir auch nicht. Gut, die gefällt mir ja schon länger nicht. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal ja, kritisiert, was da so abgeht bei mir. Teilweise real-life-mäßig und so, aber gut. Schauen wir mal, was da noch so geht, die Woche und auch nächste und die kommenden Wochen und so weiter. Auf jeden Fall chillig, dass wir hier jetzt tatsächlich mal schön Euro trucken am Morgen. Auch wenn natürlich ja, viele Leute jetzt selbst nicht so die Zeit haben, aber der ein, zwei Leute sind ja da. Das ist ja die Hauptsache, da freue ich mich. Ups. Ja. Wenn man flinken will und man lässt die Scheibe runter, sage ich dann nur. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich jetzt schon wieder aufs nächste Wochenende, das schon wieder viel zu voll geklatscht ist mit tollen Games und so. Ja, natürlich wieder Farming Simulator, SnowRunner. Dann wollte der Markus mit mir eine Runde Forza spielen. Da wird der Trank wahrscheinlich auch dabei sein. Mal sehen, ob das alles klappt. Dann würde ich wiederum gerne mit dem Markus und dem Bond und wer sich sonst noch so anbietet, eine Runde ballern gehen. Zum Beispiel wieder in Ghost Recon Wildlands oder in Ghost Recon Breakpoint, wo dann auch wiederum der
Kazumi mitspielen würde oder in The Division 1 oder in The Division 2 oder vielleicht auch in Payday 1 und 2 und Bausimulator wollten wir auch noch spielen, also genau genommen Bausimulator 2015 oder 15 heißt dann nur Construction Simulator 15. Und ja, das sind ja schon einige Möglichkeiten, ne? Und ja. Also ihr seht's, viel zu tun auf dem Datenhighway. So. Nochmal, wer hat zur Kaffeetasse gegriffen? Wie ein echter Boss hier. Noch 3 Stunden, okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 so. Also das sieht hier ja fast schon ein bisschen spanisch aus, oder? Hört sich auch fast schon ein bisschen spanisch an. Pamplona oder was da gerade stand. Oh ja, lassen wir uns überraschen. Oh, hier darf man nur 40 fahren. Na egal, bergauf müssen wir Gas geben. So, hier sind schon wieder 90. Was heißt das für die Trucks? 80, echt? Okay. Da, 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 da. Und der Tag entfaltet sein Potenzial. Die Sonne kommt raus. Sehr schön. Ach, ist das idyllisch und schön. Oh, ich dachte schon, wir müssen hier rechts fahren. Schrecksekündchen. So, alright. Über die Brücke. Oh, schaut mal hier links. Wow, die Sonne scheint. Wirklich sehr dufte. Tja, das war's dann wohl mit der Autobahn. So. Licht ist noch an. Gut, muss ich also nicht. Da steht ja auch hier Licht anschalten, das blaue Schild. Aber wir haben Abblendlicht noch an. Von der Nacht. Ja, das lassen wir jetzt auch nochmal an hier. Ich bin mir sicher, da kommt gleich noch ein Tunnel. Oder sagen wir mal, ich würde mich nicht wundern, wenn da nicht noch ein Tunnel käme. Ja, schönes bergiges Gebiet hier in der Natur. So, der Busfahrer sieht uns hoffentlich. Boom! Nein, doch. Aber hey, auch die KI hier im Game macht Fehler, auch wenn die schon deutlich besser ist als zum Beispiel, ich sag mal, Fernbus-Simulator, ne? Also vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte YouTube-Folge. Das war ja schön und gut, aber wie viel Traffic da im Stau stand, das war überhaupt nicht mehr schön und nachvollziehbar, was sich das Game dabei denkt. Aber ich glaube, der Jona hatte gesagt, oder ich hatte ihn gefragt, und er hatte gesagt, man kann einstellen in den Optionen, wie viel Traffic da sein soll. Also wenn das wirklich geht, werde ich vor der nächsten Fernbus-Simulator-Folge natürlich den Regler, der steht vielleicht ganz rechts, sagen wir mal, oder ziemlich weit rechts für viel Traffic, den werde ich dann leicht unterhalb der Mitte stellen und dann wird das wahrscheinlich deutlich angenehmer sein. So, irgendwann wollte ich dann auch mal, wo wir jetzt gerade wieder davon reden, was alles noch gezockt werden muss, den Bus-Simulator 18, den man ja auch Koop spielen kann, auch mal irgendwann mit dem Markus anzutesten, da hat er auch Bock drauf. Also ihr seht, mehr als genug. Ach, dann gibt es noch zig Ballerspiele, die warten mit dem Katze HD. Muss ich auch unbedingt mal wieder Arma zocken, das hatte ich auch so halb gestern Abend geplant, aber nach SnowRunner war es dann einfach zu spät. Aber ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und dann DayZ auch noch spielen mit dem Dark Typhoon und sogar auch Arma mit dem Dark Typhoon. Ah ja, Leute, Leute. Es hört nicht auf. Mann, verdammt. So.
Der Typ, der hat ja gerade, ist der schon auf die Bremse getreten da, der PKW, das sah ja so aus. Der hier auch, das sieht so aus, als wollen die mich vorbeilassen. Leute, was ist los? Das ist zwar nett von euch, überfahrt mal. Das ist schon in Ordnung. Ja. Oh. Viel los hier, viel los. Oh, ein schöner Radlader. Ja, viel Verkehr. Ah, guter MAN. Oh, es hört gar nicht mehr auf. Ist das jetzt wieder so diese AI-Schleife, wo man jetzt eine halbe Stunde hier ein nach dem anderen an Traffic bekommt? Ah, da fahre ich lieber nicht. Aber oh, da fährt auch noch hier dreist drüber. Wechsel nochmal die Spur. Nicer Typ, würde ich sagen. So, dann. Okay, da links kommen jetzt natürlich die anderen. Die anderen, nennen wir sie mal Verkehrsteilnehmer. So, okay. Geschafft. So. Gut, da ist frei. Der ist ja da gerade abgebogen. Okidoki. Oh, noch 2 Stunden 20. Hey, da würde ich fast sagen, was sagt die Real-Life-Uhrzeit? Naja, gut, so viel Zeit habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber würde ich sagen, eine kleine Kaffeepause könnte man da noch einlegen, oder Leute? Könnte man bestimmt. Nur mal hier irgendwo einen Rastplatz finden. Mit Verkaufsstand. Oh, ich werde schon wieder müde. Also, naja, das ist ja wieder. Wieder typisch hier. So, oh, da ist eine Mountstelle 80. Oh, krass, man hört sogar, wenn man da über diese Markierung fährt, die einen quasi hier wachrütteln sollen. Ja, schön. Tuck, tuck, tuck. So, darf ich da reinfahren überhaupt? Sieht so aus. Asphalt Cowboy. Da 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 da. Oh, jetzt mach nicht schlapp, mein virtueller Fahrer hier. Wegen, was weiß ich, 2 Stunden werde ich jetzt bestimmt nicht nochmal 8, 9, 10, 11 Stunden schlafen. Da wird mir jeder Chef der Welt den Kopf abreißen. Naja, gut. Das geht. Oh, jetzt ist er schon im roten Bereich. Ich wollte gerade sagen, er ist ja auch noch nicht im roten Bereich. Oh Mann, da cheatet das KI-Game mich wieder hier hart durch die Gegend. Es gibt hier auch kaum eine. Ja, es gibt hier eigentlich auch gar keine. Ja, Rastmöglichkeit mehr, Schlafmöglichkeit und so. Waren eben noch blau und jetzt rot. Heftig. Oh, hier rechts, guck mal. Wow, das sind doch hier so Windradsflügelchen. Windkrafträderteile. So sah es auf jeden Fall aus. Oder sowas in der Art, sag ich jetzt mal. Ja, Abblendlicht lassen wir noch an. Es ist noch recht trüb draußen. So, ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht gleich voll wegknacken hier, mitten während der Fahrt. Ja, das, tja, keine Kaffeepause weit und breit. Ding, Sie werden müde. Oh, verdammter Mist. Ja, wissen Sie, was wir da machen?
Das einzig Vernünftige. Also, das mache ich auch nur, weil der halt irgendwann unkontrolliert einfach wegpennt und das ist blöd. Das ist, finde ich, nicht so geil. Also, ein bisschen übertrieben. Ich werde es dann, wenn wir am Ziel sind, wieder anschalten und dann irgendwo schlafen gehen. Und dann haben wir es ja eh geschafft hier. Der erste Community-Goal-Folge im Kasten. Juhu. So, okay. Ja, der PKW darf hier ruhig fahren. Ah, da wird sich der Weiße da nicht vordrängen, oder? Nein, will er nicht. Das will er nicht. So, okay, jetzt kann ich mal Tagfahrlicht umschalten. So, noch ein Stündchen. Oh, und wir fahren hier durch die schöne Wüstenlandschaft, ja. Also etwas, ja, etwas karg, die Landschaft. Ja, die hat wohl schon ein bisschen zu viel Sonne abbekommen und ein bisschen zu wenig Regen oder ein bisschen zu wenig Wasser, sagte er, während wir vom DAF hier überholt werden. Mit Holz auch noch. Holzi, Holzi, Holz. Ja, komm, Junge, dann gib Gas. Ach, ich gebe ein bisschen vom Gas. Dann hat er es leichter. Mann, bin ich ein sozialer LKW-Fahrer. Und wer hätte es gedacht, die nächste Mautstelle? So, laut Routen
Navigationsgerät sollen wir hier links rüber. Oh, dann wollen wir dem mal nachkommen. Und sieh da, scheint zu stimmen. Oh, 60. Okay. Right on, my friend. So, gleich am Ziel, Leute. Ja, da wollte ich ja eigentlich noch ein Käffchen schlabbern, aber naja. Hat nicht sollen sein, umso früher sind wir am Ziel. Das freut unseren Chef und den Empfänger und den Absender, also sprich alle Auftraggeber, Kunden und Dienstleister gleichermaßen. So, da vorne rechts und dann da in dieses, ich weiß nicht, ist das ein Industriegebiet? Gleich wissen wir mehr. Oh. Schöner Tag hier für spanische Verhältnisse, leicht bewölkt, gar nicht mal so hot heute. Oder zumindest so der Morgen hat so eine kühle, angenehme Brise, die in der Luft liegt, sehr schön. Ah, hier mit Ampeln im Kreisverkehr, stimmt. Das habe ich schon mal gesehen. Natürlich. Ja, fahren Sie, fahren Sie. Oh, er fährt nicht. Ja, danke schön, Senor. Gracias. Oh. So Leute, gleich geschafft. Da hinten links. Ja, doch, ich glaube, das ist ein Industriegebiet. Okay, die Ampel ist grün. Noch. Man sieht ja gar nichts da. Wenn man jetzt hier unmittelbar da durchfährt, sieht man ja gar nicht, ob die Ampel grün ist. Naja, gut. So, hier ist auch nichts los. Gut. Oder kommt wieder der eine Typ? Gut, immer schön langsam, ne? Lieber mal auf die Bremse treten, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn es eng sein könnte. Und so. Weiter geht's. Moment, stopp, stopp, stopp. Ich glaube, ich muss hier rechts. Ja, genau, runter von der Autobahn. Autobahn. So, es geht ab. Ja. Ui, da hinten ist aber viel los. Oh, Moment mal. Ja, unsere Liftachse ist on. Alright, so. Und dann rollen wir mal zu dem Empfänger runter. Links frei, okay. Ah, hier links könnte man schlafen und tanken und auch einen Kaffee tanken. Ich glaube, das mache ich gleichermaßen gleich mal.
Oh, was haben wir denn hier? So, Gegenfahrbahn ist auch frei. Oh, da kommt einer. Aber ja, ich bin schon hier halb am Abbiegen. Okay, so. RT Logistics wahrscheinlich oder so. Nun gut. Tada. Ja, hier wollen wir die Ladung stehen haben, beziehungsweise die wollen die Ladung da stehen haben. Oh, hier sind ja auch Double Trailer erlaubt. Schaut mal, in Spanien kann man auch Doubles fahren. Nice. Mit RT Logistik drauf. Finde ich gut. Ja, ein bisschen, ui, ein bisschen eng. Ja, da sollte ich vielleicht doch andersrum reinfahren. Glaube ich. Ja, andersrum wäre vielleicht besser in dem Fall. Schön langsam. Sieht schön aus, wenn man hier einfach mal ein bisschen rumrangiert. Das sieht einfach schön aus, finde ich. Wie der hier schön rollt. Langes Teil mit vielen Achsen. Schwer und powerful. Ja, einfach toll. Einfach toll. Och, falsche Taste gedrückt. So was aber auch. So, wie schön hier die Double Trailer stehen. Ein Sattelzug, ein Tandemanhänger. Ja, sowas müssen wir auch mal wieder fahren, wenn sich die Gelegenheit bietet. So, ich darf zum Tanz bitten. Oh, da drüben ist es. Ich dachte, das wäre hier. Tja, okay. Dann hätte ich ja gar nicht so hart drücken müssen.
So aufpassen, dass wir mit dem Auflieger da nicht an den anderen Auflieger mit der Bordwand hinten stoßen. Dann hier aufpassen, dass wir uns nicht den Spiegel wegnatzen. Ja. Und dann irgendwie den Zug noch gerade bekommen. So, oh ja, noch ein Stück vor, würde ich sagen. Na, bleibst du stehen? So, Leute. Ja, da haben wir es geschafft. Zack. Gut. Nice. Ja, das war's eigentlich auch schon. Da, so einmal speichern. Gut, Leute. Community Goal Folge 1 im Kasten. More to come, würde ich sagen. Sollte ich es halt für den Rest der Woche nicht auf Twitch schaffen, mache ich halt YouTube-Folgen. Aber wenn wir das so im kurzen, also so im kleinen Rahmen, Zugabe, sagt der Jona. Ja, okay, pass auf, Jona, wir fahren noch rüber zur Tankstelle mit Schlafmöglichkeit. Und legen uns dann noch aufs Ohr. Mir fällt gerade ein. Ja, wir haben ja hier eigentlich die Müdigkeit mit simuliert. Dann hole ich mir jetzt noch einen Kaffee. Und ja, dann geht's hier gleich weiter. Das ist doch fair. So, Moment. Genau, also bis gleich.
So, da bin ich wieder mit frischem Kaffee. Dann wollen wir mal noch rüberfahren, nicht wahr? Yeah. So. Eine Runde schlafen. Ja, zum Glück ist das nicht weit weg. So, leer fährt der Renault sich schon viel leichter, logischerweise. Und da vorne rechts rein. Klack, 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 klack. So, links wenig Einsicht. Links sieht gut aus, okay. Okay. Ich habe mich nicht gemutet, ja, das war Absicht. Ich wollte euch mal teilhaben dran lassen. Ich wollte euch mal daran teilhaben lassen, wie schön ich Kaffee mache und wie schön der Kaffee brummt. Ab und zu mache ich das, auch ab und zu sonntags in Estancia La Pacho. Oh, schau mal, da ist ja eine Waschanlage. Vielleicht kann man die irgendwann, na gut, die ist für PKWs, aber trotzdem, oh verdammt, oh sorry, sorry, ach diese aggressiven Spanier hier nur am Rumhupen. Naja, so. Sag mal, wisst ihr zufällig, ob die solche Dächer hier von den Tankstellen, von den Zapfsäulen und so, ob die immer hoch genug sind, dass Busse und LKWs und so da reinfahren können, selbst wenn die Tankstelle nicht unbedingt von der Größe für LKWs gemacht ist, aber sind die Dächer trotzdem immer in der gleichen Höhe, dass also nie jemand aus Versehen gegen das Dach fahren kann? Weiß das zufällig jemand von euch? Die Frage habe ich mir mal gestellt, habe ich aber noch nicht beantwortet. So, da parken, ja, wir parken quasi in der anderen Richtung, dass wir hier wieder rausfahren können. Also drehen wir hier einmal rum. Du glaubst nicht, also du meinst, die Dächer sind nicht immer hoch genug. Es ist von Tankstelle zu Tankstelle anders so ungefähr. Oder meinst du, die sind immer hoch genug, dass man da auch mit dem LKW nicht aus Versehen dagegen fährt, auch wenn die Tankstelle nur für PKWs ausgelegt ist, jetzt so als Beispiel? So. Nehmen wir den doch. Ah, du, das LKW tut darunter passen. Also, okay. Irgendjemand, ja, irgendjemand wird es mir bestimmt beantworten können. Ich schaue mal im Internet nach, aber ich weiß gar nicht, nach was ich da suchen muss. Tankstellendach immer hoch genug, Fragezeichen. Ja, wer weiß. Vielleicht irgendwas wird man auch da finden. Die Frage ist, ist es richtig oder falsch? So, uiuiui, da fallen uns aber hier schon gut die Augen zu. So, noch einmal schön gerade vorziehen. Reicht. So. Fenster zu. Licht, Standlicht kann anbleiben, Motor aus. Und dann speichern nochmal. Okay, Leute, das war's dann. War sehr schön. Ich muss sagen, hat auch was so eine kurze Folge, macht auch schon Spaß. Ja, mehr ist halt unter der Woche nicht drin. Eher sogar noch weniger, aber ja, ist ja auch schön, ne? Wochenende volle Kanne Powerstream und Wochenende und unter der Woche
kleine Appetithäppchen. Also ich wünsche euch einen schönen Tag. Schön, dass hier ein, zwei Leute auch zur frühen Stunde während der Arbeitszeit zu uns gefunden haben. Ja, und dann geht es hier bald weiter mit Part 2 des Community Goals. Auch darauf freue ich mich. Jona, mach's gut. Bis bald. Ciao.